So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Sergeant Paul hier im Start, ja Freunde, Freunde des guten Geschmacks. Ich war heute unterwegs, ja gut, ihr seht, für euch ist es gestern. Ich packe das heute nicht mehr hochzuladen. Ja, ich packe es gerade mal zu rendern. Ich war unterwegs, eine schöne Probefahrt gemacht, schön aufgenommen natürlich, so muss das, ne? Und ja, schaut euch einfach die Videozusammenschnitte einfach an und ja, natürlich an dieser Stelle würde ich mich im Vornherein schon über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army, dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist im Start, Sergeant Power hat ein Video geladen. Sergeant Power ist lost unterwegs, wie jetzt, ja. Und klar gibt es dafür auch eine neue Playlist für Sergeant Power unterwegs. Ja, Sergeant Power on Tour. Keine Ahnung, da wir ja auch in diesem Sinne ein bisschen Content bringen wollen, wo wir dann gerade irgendwo hingefahren sind. So einfach mal ins Blaue heraus, wenn wir dann die Zeit dazu haben und uns das leisten können. Ja, auf jeden Fall. Seht es euch an und viel Spaß damit. So, meine Freunde, angekommen in Radolfzell am Bodensee. Und neben mir steht er, der Meisterstreamer von Twitch, Sensei Let's Digitaka. go, was geht ab, Jungs? Link zu seinem Kanal verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Dankeschön. Jo, Freunde, das ist jetzt der untere Bodensee. Ich weiß nicht, was man alles erkennt. Und da drüben die Ortschaft erkennt. Oh, das ist hier wunderschön. Ja, fast wie an der Nordsee. Auch nur fast. An der Nordsee sieht man nur die Insel, wenn man übergucken will. Selbst die sieht man nicht richtig auf dem Bild, auf dem Video oder Bild, wie man nimmt. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, dass ich nachher vielleicht noch ein Stückchen in die Schweiz fahre, zum Rheinfall. Und dann hoffe ich mal, es wird keinen Reinfall. Jo, Sensei Tiki Taka lacht. Wie gesagt, Link zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Jo. So, meine Freunde, wir sind in der Schweiz. Fahren gemütlich, ist klar. Mit stolzen 60 km/h auf Schweizer Landstraße. Und natürlich zum Rheinfall. Jo. Und dann sehen wir uns auch gleich dort. Ah, Freunde, seht euch das hier an. Das ist der Rheinfall in der Schweiz. Und der Rheinfall ist kein Rheinfall. Es ist ein Wasserfall. Ja, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da. Sieht doch richtig geil aus. Also der Tagestrip, der hat sich heute mal richtig gelohnt. Einfach mal etwas näher ran. Einfach traumhaft, wie das hier aussieht. Reinzoomen kann ich leider nicht, aber sieht trotzdem richtig geil aus hier. So, mal eine andere Ansicht vom Rheinfall, wo er dann runterfließt Richtung, glaube Deutschland. Ja klar, da fließt er nach Norden. Ja, einfach mit dem Schlössli da. Ich kenne sowas eigentlich nur aus Filmen. Aber ich glaube, ich war mal als kleiner Bub da, kann mir aber nicht mehr dran erinnern. Ja, wenn ich sowas hier sehe, geht mir die Hutschnur hoch. Ja. Wenn das Zeug hier zuballern mit Kleber irgendwie was. Lauter Asoziale. Nee, aber wunderschön. Auch das Wasser kann man richtig schön bis auf den Grund gucken. Kann man gar nicht einschätzen, wie tief das ist. Also, es ist wunderschön. Oh, Freunde, wir haben die Heimfahrt angetreten. Ihr seht, 17 Uhr. Ja, wenn ihr mal in die Schweiz fahrt, vergewissert euch, dass ihr ein gescheites Navi dabei habt. Ganze 10 oder 20 Minuten gebraucht, um ein Internet herzustellen, Internetverbindung, um die Karte in Google Maps zu laden. Um das Navi dann zu benutzen, um nach Hause zu kommen. Also das ist ein Manko in der Schweiz, dass man da hier Datenroaming bezahlen muss.
Und ich weiß nicht, warum die da jetzt bremsen. Fahr doch einfach da vorne, die Straße ist leer. Also ich weiß nicht, weil manche Leute so richtig dulli-mäßig unterwegs. Ja, Freunde, mittlerweile haben wir es aus Schaffhausen auch rausgeschafft. Sind hier schön auf der Landstraße unterwegs. Natürlich nicht in Deutschland. Vielleicht sind wir schon in Deutschland. Nein, noch nicht. Doch. Okay, wir sind gerade eben aus der Schweiz raus. Ja. Jetzt sind wir wieder in Deutschland. Haben noch 120 Kilometer circa mit dem Eixam. Ja. Und einfach, also in der Schweiz wunderschöne Straßen, wunderschöne Landschaften, viel schöner als in unserem schönen Heimatland Deutschland, das total kaputt ist. Ja, aber die Tagesreise war es mir wert, das mal zu sehen, Radolfzell am Bodensee, dann Schaffhausen, den Rheinfall. Ja, und jetzt geht es natürlich wieder nach Hause. Und da melden wir uns dann natürlich wieder. So nach durch Bargen fahre ich jetzt. Bargen. Was weiß ich, in Bargen kann man parken. Jo. Also meine Freunde, wir sind dann wieder zu Hause. Ja Freunde, ich will ja nichts sagen. Aber dieses Google Navi, ich weiß nicht, wo mich das hinschicken möchte. Ich war hier gerade 20-prozentige Steigung hier hoch. Es ist ja, wenn ich so gerade nach unten gucke, Alter. Ich habe schon gesagt, hey Google, ich fahre ein 45 km/h Auto und kein Moped. Das ist echt übel. Und ich habe ja nur noch ein paar Kilometer. Wenn es 20 Kilometer nur noch 20% hochgeht, dann komme ich ja nicht zu Hause an. Wenn ich daheim bin, ist der Antriebsriemen weggelutscht. Ja, Freunde. Ja, meine Freunde, wie ihr gesehen habt, ging natürlich die Fahrt von meinem Wohnort runter nach Radolfzell am Bodensee. Von da aus, irgendwie fehlt mir ein Video, keine Ahnung. Hat es irgendwie nicht aufgenommen gehabt, das erste Video, was ich noch an der Tankstelle, von der Tankstelle losgefahren bin, wo ich da gemacht habe. Wo ich drauf gesprochen habe, wo es hinging. Ja, also jetzt wisst ihr, an Radolfzell am Bodensee, mit Sensei Tikitaka getroffen, in der Stadt gewesen, am Bodensee gewesen, im Wasser gewesen, in der Stadt gewesen, Eis essen, beziehungsweise ich habe Eiskaffee geschlürft. Mit 6,60 Euro, zwar etwas teuer, aber das war es mir wert, da war richtig lecker. Und dann, also angekommen bin ich so um zwischen 11 und 12 irgendwas war es. Und dann, ja, so um 15 Uhr weitergefahren nach, ja, hier, Rheinfall, ich weiß nicht mehr, wie die Ortschaft hieß. Wo ist denn der Flyer? Rheinfall-Erlebnis, wo ist denn das? Riefer Mendli, keine Ahnung. Neuhausen Arif im Schweizerland, genau. Rheinfall ist er in der Schweiz. Bei den Hardcore-Schweizern mit ihren dicken Toblerone, das muss schmerzen beim Knacken. Jo, ne, war echt schön. Zwar der Parkplatzgebühren ein bisschen echt habe ich ja für die erste Stunde 5 Euro, jede weitere angefangene Stunde 2 Euro. Also, ja, 1 zu 1 haben sie da hier Euro und Franken gemacht. Also, naja. Gut, kann man mitleben. Mir war es das wert, das einfach mal dahin zu fahren und das auch zu sehen. Meine Mutter hat mir erzählt, irgendwie als ganz kleiner Bub war ich mal da. Aber ich kann mich daran nicht dran erinnern. Jetzt habe ich es selber mal gesehen. Ja, jetzt hat mein Auto, seit es in meinem Besitz ist, zwei Länder bereist. Drei mit Deutschland. Jo. Nur an der dänischen Grenze war ich noch nicht, obwohl ich da oben in der Nähe schon fast gewohnt habe. Hab's nie da hoch geschafft, was eigentlich schade ist. Aber vielleicht schaffe ich es ja mal mit meinem Auto noch ein bisschen weiter wegzufahren. Vielleicht, ja, dass ich vielleicht mal nach Italien runterfahre oder. Ja, schauen wir einfach mal, was sich so ergibt, was dann auch der Geldbeutel hergibt.
Diese Fahrt heute waren über 300 Kilometer, die ich in einem Lenkrad saß und habe den Tank immer noch viertels voll, meine Freunde. Wohlgemerkt, 15 Liter gehen rein. 320, 322 Kilometer sind runter heute, ohne dass das Auto überhitzt, ohne dass es Mucken macht und ja, stelleweise mal einen starken Berg mitgenommen, wo man, oder was heißt mitgenommen, hochgefahren, wo man dann so mit 30 km/h oder 40 km/h oder ja, so hochtuckert, wo ich mir immer gedacht habe, Mensch, Google Maps, ich habe ein 45er Auto und kein Moped. Ihr habt es ja gesehen, es fährt ja eigentlich etwas schneller. Aber ich habe es so bekommen, also von daher. Er fährt seine fast 70, aber schneller als 60 fahre ich dann halt doch nicht, weil alles andere kostet dann nur noch Verschleißteile, Antriebsriemen kann man einem um die Ohren fliegen. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, das Video. Wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Ja, dann habe ich noch was vergessen. Den Link zu Sensei Tikitakas Twitch-Kanal und YouTube-Kanal werde ich natürlich unten in den Videobeschreibungen verlinken. Ja. Und dann, wo war ich denn noch ständig stehen geblieben? Ja, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wenn es bei euch klingt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist Lost on Tour. Jo, dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer. Ihr kennt es schon. Lasst euch nicht ärgern, nicht von dem Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht. Lasst die Hände über der Bette gespielt. Dicht an euch selbst rum. Lasst euren Partner, Partnerin machen. Alles andere ist ekelhaft. Ich bin dann raus. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.